Aloha, Servus und Moin Moin. Ich bin's, Younes, euer EWE Smartgeber. Heute kurz und smart. Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Im Bewerbungsgespräch möchte euch der potenzielle Arbeitgeber natürlich persönlich kennenlernen. Dabei ist das Wichtigste, der erste Eindruck zählt. Zwei Tipps habe ich für euch: die richtige Kleidung und ein sympathisches, freundliches und selbstbewusstes Auftreten. Dann habt ihr schon die halbe Miete. Um den sehr guten ersten Eindruck des Gesprächs zu halten, müsst ihr natürlich im weiteren Verlauf des Gesprächs glänzen. Ja, und darauf kann man sich vorbereiten. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Es gibt einige sehr gute Apps, mit denen ihr wirklich das Vorstellungsgespräch trainieren könnt. Ich habe jetzt zum Beispiel Bewerbung fit fürs Vorstellungsgespräch von planetberuf.de. Ihr seid gleich zu mehreren Vorstellungsgesprächen eingeladen? Yes! Herzlichen Glückwunsch! Dann nutzt doch einfach die App und legt eure Termine im Kalender an. Richtig cooles Feature der App: perfekte Antwort trainieren. Ich gehe jetzt hier mal auf typische Fragen. Fragen zu meiner Person. Da geht's auch schon los. Erzählen Sie uns etwas über sich. Nennen Sie mir zwei Ihrer Stärken und zwei Schwächen. Warum sollten wir uns ausgerechnet für Sie entscheiden? Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Welche Fächer haben Ihnen in der Schule am besten gefallen? Sind Sie mit Ihrem letzten Schulzeugnis zufrieden? Und so weiter und so fort. Echt cool. Und richtig super finde ich auch die Checkliste. Hier könnt ihr euch perfekt auf den Termin vorbereiten. Ich gehe jetzt mal auf einen Tag vor dem Termin. So, da steht jetzt Folgendes. Meine Klamotten sind sauber und ordentlich gebügelt und meine Schuhe sind geputzt. Tipp: die Kleidung soll schick und für die Branche passend sein. Vor allem aber musst du dich darin wohlfühlen. Und hier noch eine zweite Sache: ich habe mich über die Anfahrt zum Betrieb informiert. Tipp: bedenke bei der Planung der Anfahrt, dass es immer zu Staus oder zu Streiks kommen kann. Und das ist schon die halbe Miete. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Ja, so ein Bewerbungsgespräch kann man natürlich nicht zu 100% planen, aber man kann sich darauf vorbereiten. Dann fühlt man sich einfach ein bisschen besser, ein bisschen wohler und es fällt einem leichter, den zukünftigen Arbeitgeber auch zu überzeugen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die Zukunft, für die Bewerbungsgespräche und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch bald bei EWE. Bis dahin, alles Gute, euer Younes.